du das wirklich willst. Und sei dir bewusst, dass wenn du das machst, es kommt zu dir zurück. Also ich habe damit kein Problem, aber du wirst das Problem haben, weil du setzt eine Ursache für etwas, was wieder zu dir zurückkommt. Und das funktioniert eben über mehrere Inkarnationen. Also ich bin nicht dieser Körper, sondern ich bin eine Seele, die immer wieder in dieser Welt inkarniert, um Erfahrungen zu sammeln. Und zwar mal aus dieser Warte, mal aus einer anderen Warte. Das heißt, ich kann mal eine Erfahrung als Opfer sammeln, mal als Täter. Nehmen wir mal drei Beispiele. Also da ist jemand in Amerika irgendwie vor 200 Jahren und der hat irgendwie Sklaven. Und das ist natürlich super praktisch, weil die arbeiten auf den Baumwollfeldern und wenn die Spuren, dann werden die ausgepeitscht. Vielleicht kann man sich auch noch eine hübsche Sklavin dann irgendwo mal, so kann man mal vernaschen nebenbei. Oder wenn die nachts werden die angekettet und so, man weiß ja nicht, wie das ist. So, das ist super, Sklaven. Also ich hab Massen auf Sklaven und ich kaufe mir morgen noch ein paar neue. Das ist super. Kann ich nur empfehlen. Sklaven sind super. Und er weiß ja nicht, wie das ist, weil er es nicht selber erlebt hat. Nun kommt aber diese Seele in der nächsten Inkarnation vielleicht selber als Sklave zur Welt. Und dann weiß der auf einmal, wie das ist, nachts angekettet zu werden. Wie das scheuert an den Handgelenken und Fußgelenken. Wie das ist, wenn man ausgepeitscht wird. Wie das ist, wenn man über sein Leben nicht frei bestimmen kann. Nun ist es ja so, dass wir uns nicht bewusst an frühere Leben erinnern, aber die Seele sammelt all diese Erfahrungen. Und wenn diese Seele sich das nächste Mal inkarniert, vielleicht wieder irgendwo in Amerika, dann irgendwie 50 Jahre später, und dann sieht er da irgendwo Sklaven stehen und er sagt, das kann irgendwie nicht gut sein, das tut bestimmt weh, wenn die da ausgepeitscht werden. Vielleicht setzt sich dieser Mensch dann für die Befreiung von Sklaven ein. Das ist jetzt nur mal so ein Kurzbeispiel über drei Inkarnationen, um zu verstehen, wie wir vielleicht eine Situation mal als Täter, mal als Opfer erfahren und dann als Dritter, der das beobachtet und sagt, das kann es irgendwie nicht sein, das müssen wir ändern. Und danke, dass ihr das an mich abgeschaltet habt. Darf ich weitermachen oder ist was Wichtiges? Oder ein Notruf oder so? Das kann man sagen. Ich bringe meinen Kopf was an. Hat noch jemand gerade irgendwelche wichtigen Anrufe zu erledigen? Ich kann keinen Kauf. Kannst du das nochmal aufmachen? Ja, das wäre was Idee. Na, also wenn wir es jetzt hier unterbrechen und fängt jetzt an, hier allgemein aufrufen, Stimmung, ich bin noch nicht so weit, aber ich kann auch gerne eine Pause machen. Also ich mache es nicht so lang. Wir haben alle noch bei Fragen, sprich Evidenz. Aber gut, also drei Inkarnationen, nur als Beispiel, um zu zeigen, wie wir die Dinge vielleicht betrachten können. Dass wir einmal etwas als Täter erfahren, einmal als Opfer. Solange wir es nicht selber erfahren haben, wissen wir nicht, wie es ist. Das ist auch wie, wir sind wie ein Kind. Wenn wir mal 10-mal sagen, fass die heiße Herdplatte nicht an. Muss es unbedingt natürlich machen. Touch. Ah, das tut ja weh. Ja, ich habe es dir doch gesagt. Ja, aber das tut auch weh. Ja, jetzt hat er eine Erfahrung gemacht. Ne? Das ist eine Erfahrung. Eine Erfahrung ist was anderes, als wenn dir da jemand was erzählt. Also wenn ich hier Ihnen was erzähle, das ist ganz schön und nett, aber Sie müssen Ihre eigenen Erfahrungen machen damit. Aber Sie können eben wirklich Ihr Leben vollkommen verändern, indem Sie diese Dinge berücksichtigen. Dass das, was Sie in die Welt sind, zu Ihnen zurückkommt. Und immer mal, wenn immer wieder Ihnen irgendwas begegnet, wo Sie sagen, was soll das jetzt wieder? Was ist das wäre für Scheiß. Gucken Sie mal, was es hier anteuert. Ich habe ein Ding geschrieben, das gibt es dann auch als Plattform zu kaufen. Ist nicht ganz ernst zu nehmen, aber man kann auch mal drüber lachen. Und wenn Sie das an die Tür des Gästeklos hängen, haben Sie immer interessante Gespräche mit Ihren Gästen. Das kann ich nicht überfüllen. Das ist der Inkarnationsvertrag. Paragraph 1. Sie erhalten einen Körper. Dieser Körper ist neu und einmalig. Niemand sonst bekommt den gleichen. Paragraph 2, Sie erhalten ein Gehirn, das kann nützlich sein, es zu benutzen. Paragraph 3, Sie erhalten ein Herz, die besten Resultate erzielen Sie, wenn Hirn und Herz ausgewogen benutzt werden. Paragraph 4, Sie erhalten Lektionen, niemand bekommt exakt dieselben Lektionen wie Sie oder kann sie Ihnen abnehmen. Paragraph 5, Sie können tun, was Sie wollen, aber alles, was Sie anderen antun, kommt zu Ihnen zurück. Paragraph 6, eine Lektion wird so lange wiederholt, bis sie begriffen wurde, auch inkarnationsübergreifend. Paragraph 7. Dieser Vertrag ist für alle gleich. Es gibt keine Privilegien, auch wenn einige das behaupten. Handschriftliche Änderungen haben keine Gültigkeit. Paragraph 8. Sie bekommen Spiegel, um zu lernen. Viele Spiegel sehen aus wie andere Körper. Sie sind dazu da, Ihnen etwas zu zeigen, das in Ihnen ist. Paragraph 9. Wenn Ihr Körper zerstört wird oder aufhört zu funktionieren, bekommen Sie einen neuen. Es kann zu Wartezeiten kommen. Paragraph 10. Der Inkarnationsvertrag läuft erst aus, wenn alle Lektionen zu einem befriedigenden Ergebnis geführt haben. Paragraph 11. Was befriedigend ist, bestimmen Sie.
Dann noch ein paar nützliche Hinweise und Tipps. Das Ziel ist es, nicht beim Verlassen eines Körpers möglichst viel Geld zu haben. Es gibt keinen Bonus für Berühmtheit oder Beliebtheit. Sie müssen sich nicht an den Fehlern anderer orientieren. Regeln sind dazu da, überprüft zu werden. Behauptungen anderer über das Ziel können Ablenkungen sein. Sie können nichts falsch machen, es kann höchstens länger dauern. Aber Zeit ist eine Illusion. Sie haben Zugriff auf alle Antworten über eine spezielle Verbindung in Ihrem Herzen. Alles innerhalb des Schulungsraumes reagiert auf Herzensausstrahlung. Versuche, den Schulungsraum zu beschädigen, führen zu Einschränkungen. Niemand kann Ihnen die Verantwortung abnehmen. Gewalt führt niemals zu einer Lösung. Es kann nützlich sein, darauf zu achten, welche Situationen sich wiederholen. Drogen, legale und illegale, können die Wahrnehmung der Lektionen verfälschen. Nur weil alle sich auf eine Weise verhalten, muss das nicht bedeuten, dass es richtig ist. Es gibt selten nur eine richtige Lösung. Sie können einen Antrag auf Vergebung stellen. Es gibt keine Extraklauseln für niemanden. Sie werden geliebt, auch wenn Sie in der Bronx oder Somalia sind. Alles andere ist Täuschung. Lektionen sind besondere Gelegenheiten, sich zu entwickeln und keine böse Absicht. Es kann riskant sein, seinen Körper anderen anzuvertrauen. Andere der Entwicklung zu behindern, bringt keinen Vorteil. Sie bekommen, vorzugsweise während der Nachtstunden, Gelegenheit, den Körper zu verlassen. Erinnerungen an Erfahrungen außerhalb des Körpers werden nicht im Körper bzw. Gehirn abgespeichert. Herumspielen an Ihrem Körper ist Ihr gutes Recht, an den Körpern anderer fordert deren Einwilligung. Abgucken ist sinnlos. Wer Ihnen eine Lebensversicherung anbietet, ist ein Betrüger. Das mutwillige Beenden einer Inkarnation führt zu viel unnützem Papierkram. Wissenschaftliche Gutachten und heilige Schriften dienen der Verwirrung. Es geht nicht darum, Erster zu sein. Es geht nicht darum, cool auszusehen. Aber niemand macht in Ihrer Situation eine bessere Figur als Sie. Sie sind nicht der Einzige, der am Sinn des Inkarnationsvertrages zweifelt. Da Sie diesem Vertrag aber zugestimmt haben, ist es unnütz, sich darüber zu beschweren, dass Sie hier sind. Das Wichtigste in Kürze für die Klotür. Man kann natürlich über alles lange, lange reden, aber das ist das, was ich Ihnen in Kurzform darüber sagen will, dass wir eben hier sind, um Erfahrungen zu sagen. Wir sind göttliche Wesen, wir sind Teil von Gott. Gott will sich selber erfahren. Wir sind die Selbsterfahrungsgruppe Gottes. Denn, ich sag mal so, wenn wir alle im Licht sind, wir sind bei Gott, alles ist Licht, wir stellen uns das Licht vor, dann ist es eben so, dass wir uns nicht als Licht erfahren können, weil alles Licht ist. Ne? Wir können uns nicht im Licht als Licht erfahren. Und wenn dann so eine kleine Seele, das ist so eine kleine Fabel von Neil Donald Walsh, Gespräche zu Gott, wenn so eine kleine Seele zum lieben Gott geht und sagt, ich möchte mich ja gerne als Licht erfahren, aber hier ist alles so hell, wie soll das gehen? Und dann sagt der Gott, ja, dann musst du für dich die Dunkelheit heraufbeschwören. Da sagt die Dunkelheit, was ist das denn? Das ist ja toll, das klingt interessant. Das ist das, was du nicht bist. Und was muss ich machen? Wo muss ich unterschreiben? Ja, bist du das wirklich? Ja, natürlich, Dunkelheit klingt klasse. Will ich das? Ja, aber du schwör dich nachher nicht, wenn du nur, dass du sagst, Mensch, das ist dunkel hier. Nein, sag, ich will wirklich, ich muss jetzt, ich bin ja Licht, ich gehe jetzt runter in die Dunkelheit und bringe da Licht hin. Okay, ich habe dich gemacht. Also, wir sind kleine Seelen, Licht. Wir haben uns entschieden, hier in die Dunkelheit hinabzusteigen, um Licht hier reinzubringen, und wir haben leider vergessen, dass wir Licht sind. Das ist eben über die Zeit eben doch, wir haben uns gegenseitig so oft wehgetan, dass wir uns zusammengezogen haben und gesagt haben, oh Mann, wir sind so fürchterlich finsterer Planet hier. Ne? Wir haben vergessen, dass wir Licht sind. Wir sind hierher gekommen, um Licht in die Welt zu bringen. Und das funktioniert. Es geht überhaupt nicht, dass wir in einen hellen Raum gehen und da irgendwie Dunkelheit reintragen. Funktioniert nicht, der Raum bleibt hell, aber in einem stockdunklen Raum reinzugehen mit einer winzigen, mit einem Streichholz, mit einer kleinen Kerze, bringt schon ein bisschen Licht in diesen dunklen Keller. Das heißt, jeder von uns hier kann Licht in die Welt bringen. Und wir müssen uns nur daran erinnern, wo wir herkommen. Wir sind göttliche Wesen. Eben nicht dieser Gott da oben, der da auf dem Thron sitzt mit einem Bauschelbart, sondern Gott ist alles, was ist. Wir sind Teil davon. Alles, was ist, hat eben, um sich selber zu erfahren, Möglichkeiten geschaffen, wo es etwas gibt, wo es Unterscheidungen gibt, wo es Polaritäten gibt. Wir sind in einer Welt, wo es eben nicht nur hell und dunkel gibt, sondern warm, kalt, groß und klein. Es gibt männlich, weiblich, plus, minus. Es gibt gut und böse. Und wir können uns eben nur irgendwo erfahren und sagen, ich bin gut